glaube, jeder hat seinen Sohn schon mal gesehen. Und Sie sehen, er kann was glauben, denn er war. Oh, kleinen Zwischenstopp, der eigentlich nicht geplant ist, an der Wewelsburg. Ja, nicht schlecht, oder? Sieht schick aus. Die anderen sind alle weitergefahren, aber wir waren so weit vorne, weil Niklas hat gut navigiert und wir haben sogar immer welche überholt. Am Ende des Tages werden wir wahrscheinlich verpönt sein. Hier, dieser 964, dieser Sydney, ja, mit dem Niklas, der hat alle überholt. Wir hatten immer Spaß. Gewinnen werden wir so nicht. Nö, deswegen. Hauptsache Spaß, ne? Erste Wertungsprüfung haben wir sowas von verkackt, ne? Aber muss sein. Hier, wir haben die Zeit nicht mal aufgeschrieben. Wollen wir die aufschreiben? Ja, eigentlich schon. Für uns zumindest. Ja, schön, was das gemacht haben. Guck mal, was läuft. So, wir sind jetzt im Zwischenstopp bei Ritzenhof. Ihr kennt die Gläser mit Sicherheit, oder? Ich meine, ne, ganzer Showroom voll Gläser, Porzellan. Und die sind hier ansässig und haben hier ihre Fabrik, haben hier ihr Showroom und sind Partner von der Rallye. Jetzt kommt noch was dazu, was mich auch sehr stolz macht. Ja? Auf der Rückseite von dem Glas bin ich drauf mit der Stiftung Kinderherz. Cool, ne? Und als Botschafter der Stiftung Kinderherz ist natürlich eine Freude, wenn du halt sowas verwirklichen kannst, so ein Glas mit deinem Konterfei, mit der Stiftung, mit der Rallye von einem renommierten Hersteller. Und was steckt dahinter? Ich habe ja meinen Beifahrersitz, habe ich ja letztendlich versteigert. Der Erlös, der geht zur Stiftung und wir fahren jetzt hier die Rallye ja, durch Paderborn, wo sind wir noch? Marsburg und wieder zurück nach Bad Sassendorf. Also eine recht coole Rallye und Ritzenhof ist einfach Partner und Sponsor der Rallye und unterstützt das Ganze. Ja, und deswegen machen wir Stopp. Und es ist sehr interessant, was es alles gibt.